Ich bin Charlotte Kling und stelle Ihnen Ergebnisse aus der Arbeit im Verbundprojekt PHBB Präzise Kalkung in Brandenburg vor. Wir arbeiten mit mobilen Bodensensoren zur hochausgelösten Erfassung der kalkungsrelevanten Parameter pH-Wert, Textur und Humusgehalt. Anhand dieser Daten vergleiche ich für einen unserer Praxisschläge unterschiedliche Möglichkeiten zur Einteilung von Teilflächen. Zum Vergleich stehen: eine einheitliche Behandlung des 17 Hektar großen Schlages, die betriebsübliche Einteilung mit Teilflächen von 0,1 bis 3,1 Hektar, also bereits kleiner als die von VDLUFA empfohlenen 3 bis 5 Hektar, und die Bodenschätzung, die aus einer Beprobung in den 1930er Jahren eher administrative als naturräumliche Teilflächen unterscheidet. Für diesen Schlag in der Größe von 0,2 bis 11,2 Hektar. Diese drei stellen wir gegen die Sensorvariante im 4-Quadratmeter-Raster. Mit dem pH-Mapper der Firma Veris Technologies machen wir alle 15 bis 20 Meter eine On-the-Go-Messung mit Antimonelektroden, kalibrieren die Werte anhand von in diesem Fall 10 Referenzproben und können damit hochaufgelöste pH-Karten erstellen, wie rechts für den Praxisschlag dargestellt. Diese haben wir verwendet, um repräsentative Mischproben in den unterschiedlichen Teilflächen zu simulieren, jeweils mit dem Mittelwert. Es wird vor allem an den Minima- und Maxima-Werten deutlich, dass durch Teilflächenbildung pH-Extrema nach Sensor 5,3 bis 6,9 nicht dargestellt werden können. Die Verteilung in der Fläche ist in der Betriebsvariante zumindest etwas besser erfasst. Aber hätte man die pH-Karte vorher gehabt, wären Teilflächen sicherlich auch anders zugeordnet worden. Zur Erfassung der Bodentextur arbeiten wir in PHBB mit der Geophilus-Sensorplattform. Diese misst mit Elektroden an den Rädern alle 3 bis 4 Meter den scheinbaren elektrischen Widerstand im Boden und hat zusätzlich mit dem Gammasensor im Kasten obendrauf ein Messsignal, das weniger von der Bodenfeuchte abhängt. An 15 Referenzproben wurden die Korngrößen mit der Sedimentationsanalyse bestimmt, die Sensordaten kalibriert, Texturkarten erstellt und in Bodengruppen umgerechnet, wie in der Karte rechts zu sehen ist. Die Bodenschätzung bildet die Grundlage für die einheitliche Betriebs- und Bodenschätzungsteilflächen und beruht auf der Fingerprobe. In diesen Varianten wurde Bodengruppe 1 gar nicht bzw. nur mit 15 bis 18% erkannt. Nach Sensordaten liegt der Anteil der Bodengruppe 1 jedoch sehr viel höher und macht die Hälfte des Schlages aus. Außerdem klassifizieren die Sensordaten Teilflächen auf der linken Seite in Bodengruppe 2 und nicht in Bodengruppe 1, wie die Bodenschätzung vorschlägt. Berechnen wir auf Grundlage der pH- und Bodengruppendaten und unter Annahme von einem Humusgehalt unter 4% die pH-Gehaltsklassen nach dem VDLUFA-Algorithmus, zeigt sich dieses Bild. In der einheitlichen Variante ist der gesamte Schlag in Gehaltsklasse C eingeteilt. Die Betriebsvariante und Bodenschätzung weisen auch Teilstücke in D aus. Aufgrund der kleineren Teilflächen wird in der Betriebsvariante die räumliche Verteilung von Gehaltsklasse D besser dargestellt. Nach den Sensoren werden mehr pH-Klassen gefunden. Wir erinnern uns, ein größerer Teil des Schlages ist in Bodengruppe 1 eingeteilt, weshalb pH-Werte Gehaltsklasse D und sogar E ausweisen. Nach Sensordaten muss 33% des Schlages nicht gekalkt werden. Im Vergleich dazu sind es 19% nach betrieblicher Variante und 9% nach Bodenschätzung. Außerdem werden mit Sensordaten geringere pH-Werte stärker berücksichtigt, sodass ein Teil der Fläche auch Gehaltsklasse B zugeordnet wird. Der Ziel-pH-Wert wird also insgesamt besser angesprochen. Das spiegelt sich wie folgt in der Calciumoxid-Bedarfskarte wider. Die Gesamtmengen an CaO und der CaO-Mittelwert sind in der Sensorvariante weitaus geringer als in den anderen Varianten. Begründet liegt das darin, dass mehr Bodengruppe 1 eingeteilt ist. Daher stehen zum Beispiel hinter Gehaltsklasse C geringere CaO-Mengen. Und ein größerer Flächenanteil ist in D und E und verlangt daher keine Kalkung. Trotzdem gibt es in der Sensorvariante auch Bereiche im südlichen Teil des Schlages, die einen höheren CaO-Bedarf haben. Diese können mit dem Abstreuen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte wie im Video angesprochen werden. Davon ausgehend, dass der Ist-Zustand am besten durch die Sensordaten abgebildet wird, haben wir Minder- und Mehrgaben in der einheitlichen, betrieblichen und Bodenschätzungsvariante berechnet. Ich möchte Ihren Blick auf die dunkellila und orangenen Teilstücke lenken. Hier wird mehr als 10 Dezitonnen CaO pro Hektar zu wenig bzw. zu viel gekalkt. Dies betrifft in den gezeigten Varianten je circa ein Drittel der Fläche, in der betrieblichen Variante ein Viertel. Durch den Einsatz von mobilen Bodensensoren zur Kalkbedarfsermittlung kann dies vermieden werden. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören.